So Leute, Standard Showdown hat aufgehört, aber nicht die Premium-Sachen. Ich habe noch mal ein 15-Karten-Collectors-Booster. Die waren Ende letzten Jahres riesig, die Dinger. Und sind jetzt auch teilweise echt schwer zu bekommen. Deswegen machen wir noch mal eins auf. Bitte sei gut, bitte sei gut. Das war nicht so günstig, bitte sei gut. Naja, wir haben Rosethorn Halberd. Ein grünes Mana. Wenn es ins Spielfeld kommt, bringt man es eine Nicht-Menschen-Kreatur an und die Kreatur kriegt +2/+1 und für 5 Mana kann man es umequippen. Templet Witch. 3 Mana, 1/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, kriegt man Food Token. Man kann Food Token opfern für 2 Mana tappen und ein Spieler mal verliert 2 Leben. Scorching Dragonfire. 2 Mana. Fügt einer Kreatur am Spieler 2 Schaden zu. Wenn die Kreatur der Planeswalker stirbt, ist exiled. Richtig hübsch. 3 Mana, 3/2, Garbenbridge Coroner, Slide in a Come. Oder für 2 Mana kann man +2/+2 geben. Lock, Wrath, Gargoyle. 1 Mana, 0/3, für 4 Mana kriegt der +2/+0 fliegend. Okay. Was bist du denn? Du, was, das Artwork? Das verstört mich. Naja, 2 Mana instant, man kann ein Food opfern, um eine Kreatur +5/+5 zu geben, ansonsten gibt man eine Kreatur +3/+3. Dann haben wir Trapped in a Tower. 2 Mana, verzaubernde Kreatur ohne fliegend. Und die Kreatur kann weder angreifen noch blocken noch Fähigkeiten nutzen. Und das hier ist ein Oakheim Ravager. 4 Mana, 2/2. Tappen, Kreaturen kriegen +1/+0, die man kontrolliert. Und man kann ihn für 4 Mana auf ein Adventure schicken, um 2 weiße Soldaten zu bekommen. Archon of the Absolution. 4 Mana, 3/2. Schutzverweis fliegend. Und Kreaturen können euch oder Planeswalker, die ihr kontrolliert, nicht angreifen, es sei denn, der Beherrscher zahlt 1 Mana für jede dieser Kreaturen. Das ist eine echt hübsche Karte in voll. Amber Shieldbreaker. 2 Mana, 2/1. Für 1 Mana kann man den adventuren, um ein Artefakt zu zerstören. Das ist eine wunderschöne Karte. Lonesome Unicorn. 5 Mana, 3/3 Wachsamkeit. Für 3 Mana Adventuren kriegt man eine 2/2 Knight mit Wachsamkeit. Queen of Ice. 3 Mana, 2/3. Wenn sie mir eine Kreatur Schaden zufügt, wird diese Kreatur getappt und sie tappt nicht während des nächsten Segments. Für 2 Mana kann man die auf ein Adventure schicken und eine Kreatur tappen. Die tappt nicht während des nächsten Segments. Was bist du denn? Ah, du bist hier aus. Bist du aus dem. Ich weiß nicht, ob das aus dem Deck ist. Ich glaube, das ist aus dem Deck. 4 Mana, 4/3, solange es euer Zug ist, hat er fliegend. Und wenn er angreift, kann man 3 Mana bezahlen. Wer kriegt +x/+0, wobei x die Anzahl an Gegnern ist, die man hat. Ja, die sind auf jeden Fall aus diesen Brawl-Decks. Dann Castle Ventress, Full Art. Nice. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert eine Insel. Blaues Tappen oder 4 Mana Tappen, Scry 2. Nice. Brazenborough in Foil. Heilige Scheiße! Das Einzige, was cool gewesen wäre, wäre der jetzt noch im Alternative Artwork. Aber 3 Mana, 3/1, Flash, fliegend, kann nur fliegende Kreaturen blocken. Für 2 Mana kann man nicht Landpermanente, die jeden natürlich sogar auf die Hand geben. Das war schön. Und hier ist noch ein Wolf, der zum Fu wird. Oh, Alter, Brazenborough in Foil. Das ist cool. Der nimmt aktuell richtig, richtig Asche auf. Das hat sich gelohnt. Das war cool. Mein Gott, das Einzige, was cooler gewesen wäre, wäre der in dem anderen Artwork. Ich mag das andere Artwork tatsächlich mehr als ihn. Aber er ist Foil, das ist schon. Ach ja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexi. Ciao, ciao.